Oh nein. Hallöchen, meine Flauschis, willkommen zu einer neuen Folge Ask Arke. Ihr habt mir wieder Fragen gestellt, die ich euch beantworten möchte, und vergesst nicht, in den Kommentaren mir weitere Fragen zu stellen. Und deswegen will ich gar nicht groß über den heißen Brei herumreden, sondern euch direkt die Fragen beantworten. Gerade von der Schule gekommen, auf Klo sitzen, neues Video von Akeban. Yay! Doppelpunkt D. Oh Mann, endlich ein neues Video von Akeban. Oh, ihr fragt euch, warum ich das auf der Toilette gucke? Gucken nicht die meisten Leute ihre YouTube-Videos oder alle Videos auf dem Klo, während sie am Handy sitzen? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eure Videos auch lieber auf der Toilette schaut oder doch am Rechner im Zimmer. Was sagst du zu dem Fall von Marina Joyce, falls du sie kennst? Sie hat manchmal verstörende Blicke, in ihrem Nachttisch liegen Tabletten, in einem Video bei einer Bettkante steht "Help me, help me". Was hältst du davon, Akeban? Also ich weiß gar nicht, was ihr meint, aber wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme euch mal mit zu meinem Nachttisch. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas drin, was ich noch nicht weiß. Moment, komm, ich nehme euch mal mit. Dann können wir es genau angucken. Oh, ich habe schon ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich bin ein Furry, ich würde sowas nie tun, nein. Gil, Schatz, XD. Sorry, aber das musst du echt alemannisch aussprechen. Oh, sorry, ich meinte natürlich Geldschatz, XD. Dankeschön. Also das ist alemannisch. Alle im Freiburger Raum oder im Süden von Baden-Württemberg müssten eigentlich wissen, was das heißt. Oder vielleicht auch schon in anderen Bundesländern. Ich meine, ich kann auch alemannisch schwarz, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob ihr das auch alle versteht. Und das ist ja das, da muss man halt doch irgendwo ein bisschen aufpassen. Und ich denke nicht, dass alemannisch mich so viel sympathischer macht. Oder ihr könnt mir auch schreiben, ob ihr, wenn ich alemannisch schwätze, ob ihr das sympathischer findet oder ob ihr lieber auf Hochdeutsch schwätzen sollt. Boah, das ist grausam, wenn ich versuche, alemannisch zu reden. Bitte, seht mir das nach. Meine Mutter wollte mir kein alemannisch beibringen und ich habe es nur durch mein Umfeld gelernt. Machst du dir keine Gedanken darüber, ob jemand zuhören könnte, wenn du auf der Männertoilette eines Gothic-Clubs mit Kodak über Petplay, Yiff und Geschlechtskrankheiten redest? Okay, definitiv genug Internet für heute. Ciao. Habe Exorzismus live gefilmt. Sau krass. Oh no, I'm gonna run. Oh no, oh no, oh, oh. Hola mis amigos, ahora tengo el diablo en mi alma. Kleiner Spaß natürlich. Ich rede selbstverständlich mit euch. Deutsch, ihr kennt mich ja. Kannst du meine Persona in deinem Video zeigen, Doppelpunkt D? Na klar, mach ich doch gern. Was? Das ging euch zu schnell? Ach was, macht euch doch keinen Kopf. Hi, Doppelpunkt 3. Hi. Flausch. Was hältst du von Fur Affinity? Yiff. Und E621? Auch Yiff. Wo soll da jetzt der Unterschied sein zwischen Yiff und Yiff? Danke. Gern geschehen. Wieso mag ich dich? Also ich weiß auch nicht, vielleicht mag ich dich ja auch ein bisschen. Zum Glück kann ein Fasselkopf nicht rot werden. Oh, wow, das war jetzt mein Video darüber, ob ich ein flauschiger Dämon bin. Und da sich einige von euch schon gewundert haben, es sind teilweise jetzt gerade Re-Uploads. Das heißt, aus meiner Zeit im Saarland oder noch früher, wo die Soundqualität scheiße war. Aber ich habe momentan ein Tool gefunden, danke dafür übrigens an Dulkio, das es mir möglich machen könnte, meine Tonqualität eklatant zu verbessern, ohne ein neues Mikrofon kaufen zu müssen. Ich werde sie Tage und Wochen mal ausprobieren. Ihr werdet es vielleicht sehen, wenn der Ton doch schnell stark besser wird, aber alles mit der Zeit. Ja, was sage ich zu diesem Video? Ich habe das Gefühl, ich war schon echt mal lustiger. Und mein Alemannisch war damals sehr aufgesetzt. Ich kann schon besser Alemannisch schwätzen als vorher. Ich meine, ich habe jetzt in Baden-Württemberg für ein Jahr gelebt. Und jetzt ist mein Alemannisch schon besser geworden, weil ich darauf geachtet habe, dass ich das Alemannisch beibehalte. Das ist authentischer, als ich damals gesprochen habe. Ja, es war schon sehr, sehr peinlich. Kommen wir jetzt aber mal zu meinen Patrons. Erstmal ein riesiges Dankeschön an meine drei ultimativen Flauschis. Chocolate Gina, Grey the Furry und Seratul20. Und auch alle unglaublich fluffigen Flauschis. Ino, Red Fox, Paco, Lustcrox, Freezy, Percy, Dabarf und neu dazugekommen Zeros, dann Razor, Wolfralle und Tony. Nicht zu vergessen auch alle weiteren tollen Flauschis. Ihr seid toll und ich weiß es zu schätzen, dass ihr mich unterstützt, auch wenn ich gerade in einer Phase drin stecke, in der ich mich auf mich und mein Buch konzentrieren möchte. Deswegen
ein umso größeres, riesiges Dankeschön. Und guckt unbedingt mal auf TikTok vorbei. Da poste ich zweimal die Woche Inhalt. Jetzt seid ihr auf meiner Endcard. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß gar nicht, sind Endcards noch so zeitgemäß? Ich glaube nicht. Aber ich mache sie trotzdem, weil ich es kann. Zumindest noch. Über mir könnt ihr mich abonnieren. Und da drüben kommt ihr nicht nur zu meinem letzten Ask Arke, sondern auch zu einem weiteren Video. Ich wünsche euch eine ganz tolle Gans. Eine, Schluck auf. Eine ganz tolle Zeit. Macht's gut, Freunde, und bleibt flauschig. Ciao.